Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Subsistence. Ja, und ich muss mir jetzt erstmal gleich ein Lagerfeuer erstellen. Erstmal zusehen, dass ich irgendwie ein bisschen Wärme ran schaffe. So, wir haben hier Holz noch, wir haben hier Stecker. Wir brauchen also praktisch jetzt nur noch zweimal Holz. Weil uns ist nämlich kalt. Deswegen wahrscheinlich auch dieses blaue Pink-Blinken. So, wir brauchen natürlich Feuerstarter-Kit. Da brauchen wir nochmal zwei Stöcker und einmal Fasern. Das. Oh Gott, Gott. Fasern brauchen wir. Ah. Super. Läuft bei uns, würde ich mal behaupten. So, warte mal, wir können auch erstmal eine Wand zimmern. Natürlich jetzt ein bisschen blöd. Okay, die Wand können wir anscheinend nicht einsetzen. Warum auch immer. Toll. Wir brauchen aber auch noch Fasern, ne? Wäre schon schön, wenn wir die Nacht wenigstens verstehen. Sicher ist sicher, weil ich glaube nicht, dass wir die Nacht überstehen. Das hat uns anscheinend geholfen jetzt. Okay. Können wir denn noch irgendwas basteln jetzt? Wie sieht es denn aus mit dem Bogen? Was brauchen wir denn dafür? Tauwerk, 6 Stück. Und für Tauwerk brauchen wir Fasern. Stöcke, das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt einfach, dass Fasern hier auch nicht wie Sand am Meer gibt anscheinend. Das habe ich nämlich schon mal gekriegt.
Wir brauchen aber auch langsam mal wieder Nahrung, was uns Eisen betrifft. Also das heißt wieder mal Fleisch oder irgendwas in der Richtung. Müssten eigentlich den Bär mal umnehmen, ne? Jetzt frieren wir wieder toll. Ja, toll. Keine Muni mehr, oder was? Ah, shit. Warte mal, haben wir Muni vielleicht in der Nahkiste gelegt? Nö. Super. Jetzt haben wir den Bärwild gemacht. Wenn der schlau ist, kommt der Bär hoch. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Okay, der klitscht vor sich hin, ne? Wow! Toll. Ja, so viel dazu. Oh, herrlich. Ich hätte nur auf den Bär nicht suchen sollen. Und einfach warten sollen. Oh Mann. Warte mal, wir gehen hier einfach hoch. Lass mal den Bären da rumflutschen. Wir müssen ein bisschen suchen auf Fasern. Schade, dass es hier so wenig Fasern gibt anscheinend. Oh nee, nicht mehr. Ich gehe hier mal hier anders rum.
Wir brauchen einfach Fasern, das ist das Problem. Und Fasern gibt es hier anscheinend nicht so viel. Oder das ist mindestens schwierig. Und jetzt ist hier auch schon das Winterbiom. Na super. Läuft bei uns. Ich friere, ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Da ist auch noch ein Bär. Das Problem ist, wir brauchen Fasern. Und ich weiß nicht, Fasern sind hier wohl Mangelware. Fasern sind hier echt Mangelware anscheinend. Schade eigentlich, weil Fasern brauchen wir echt Menge. Und das erschwert das Ganze natürlich auch umso mehr, weil Fasern brauchen wir eigentlich auch für fast komplett alle Herstellungen. Was natürlich dann auch nicht gerade cool ist, wenn wir keine Fasern haben. Natürlich immer irgendwie ein bisschen kacke gerade. Und wenn das wenigstens auch ein bisschen eingezeichnet wäre in der Map, wo man Fasern herkriegt, das in welchem Biom, dann könnte man es mindestens auch in diesem Biom dann irgendwie mal ansiedeln, dass man halt immer seine Fasern hat. Oben ist auch schon Bär.
Das finde ich schade, dass sie uns das doch, oder dass einem das doch anfangs ein bisschen erschwert wird. Wegen den Fasern. Weil Fasern hier eindeutig Mangelware sind. Also mir als Anfänger in dem Spiel wird das Ganze dadurch echt erschwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn ein bisschen Herausforderung mit dabei ist oder so im Survival. Aber das erschwert doch schon einiges, ne? Würde ich mal behaupten. Als wenn das schon mit dem Fasern nicht reicht. Spawnen hier in einer Tour irgendwo Bären. Und Wölfe, die uns auch nicht weiterhelfen. Außer, dass sie uns relativ schnell angreifen und zermatschen. Oder auffressen. Alles ein bisschen problematisch, finde ich. Ja gut, ich sag mal so, das ist jetzt auch meine erste Staffel, ne, die ich mache von Subsistence. Das heißt, hier darf man jetzt auch nicht jetzt die Erfahrung erwarten. Es ist meine allererste Erfahrung mit Subsistence, mit dem Spiel. Klar habe ich mir das mal beim lieben Voucher oder beim Beutel angeguckt, aber nicht vom Anfang an. Dementsprechend ist das natürlich für mich auch ein Neuland. Aber ja, müssen wir schauen. Müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich denke mal, so viele Folgen werden hier in der ersten Staffel auch nicht kommen. Erstmal vielleicht so die Grundsachen. Vielleicht werde ich mir einfach auch nochmal ein paar Videos zu Subsistence anschauen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es ist an sich eigentlich ein cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir auch so. Leider, wie gesagt, mit den Fasern echt ein bisschen erschwert, aber gut. Ist halt, irgendwas muss immer sein. Aber ich bin gewillt, mir das auch wirklich weiter anzugucken. Und wie gesagt, erwartet aber jetzt nicht Unmengen an Folgen in der ersten Staffel, sondern einfach nur so, dass man halt zum Einstieg ein bisschen sich an das Spiel gewöhnt. Wir werden uns eine Base bauen, wir werden auch jagen gehen, denke ich mal. Wir werden auch ein bisschen schauen auf der Map, was es hier so gibt noch. Also ein bisschen Map-Erkundung etc. Einfach mal gucken. Vielleicht werden es 10 Folgen, vielleicht werden es auch 11 Folgen, vielleicht auch mehr, vielleicht auch 20, je nachdem wie viel Lust und Bock das Spiel mir persönlich macht dann.
soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel nicht gut ist, aber ich, wie gesagt, ich bin halt noch Einsteiger. Und ich mache mir da selber auch ungern Druck. So, gucken wir mal. Auf jeden Fall habe ich mal hier ein Fenster drin. Schon mal viel wert. Gut. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch mal wieder Schluss. Wie gesagt, erwartet jetzt nicht hier, ne, unendlich viele coole Aktionen von mir. Ich bin, wie gesagt, auch nur Anfänger in Subsistence. Ich bin aber gewillt, mir das Spiel anzugucken und mal zu gucken, wie lange mich das begeistert. Ich gebe natürlich jedem Survival-Spiel eine Chance. Und auch wenn das jetzt die erste Staffel ist und auch wenn es mir jetzt gerade ein bisschen schwer fällt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es trotzdem gut. Also ich denke mal, es werden sicherlich auch noch weitere Staffeln kommen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Staffel geht, weil das ja auch für mich noch der Einsteiger-Guide praktisch ist in dem Falle. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall von dem Spiel noch häufiger was auf meinem Kanal sehen werden, auch wenn die erste Staffel irgendwann dann vorbei ist. Wie viele Folgen ich da aber rausbringen werde, das weiß ich jetzt ernsthaft noch nicht. Bin ich ehrlich. Mal gucken. Vielleicht wird es auch erst eine kleine Staffel von 10 Folgen. Müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem von der Spielmechanik einfach schon mal ein bisschen angefixt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen. Wird auf jeden Fall spannend, wie oft wir von Bären und Wolf getötet werden. So, gut, dann würde ich sagen, falls euch trotzdem die Folge gefallen hat und ihr mir gerne Tipps geben wollt, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und wie gesagt, für jeden Tipp, für jeden Ratschlag bin ich sehr dankbar. Falls einige von euch da unter den Abonnenten sind, die das Spiel schon mal gespielt haben, dann wie gesagt einfach mal runterschreiben in den Kommentaren und mir Tipps geben. Bin ich gerne offen für. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao.